Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Let's Play Brickforce. Die erste Runde im neuen Jahr und natürlich als kleines Jahresneues Special, whatever auch jetzt nehmen, habe ich mit einem... Meine Deutschkenntnisse sollten mit der 5 belohnt werden. Habe ich einen Gast dabei, den Smiley-O-O. Hi, hi. So, und Leute, falls jetzt irgendjemand daran denkt, das Video zu haten, denkt dran, ihr werdet alle von mir geblockt. Warum? Ja, ich weiß, dass Smiley nicht gerade der beliebteste Typ ist, aber ihr könnt ihn im Prinzip wie mit einem altgriechischen, nee, was war das altgriechisch, egal, irgendeinen alten Propheten vergleichen. Der hat auch immer die Sachen aufgezählt, was keiner leiden kann. Und die wurden auch dafür von ihrem Volk gehasst, aber es muss gesagt werden. Wenn er sagt, dass ihr kämpft und dass ihr glitscht und alles, dann stimmt das auch. Dann könnt ihr dem ruhig mal Glauben schenken. Oh, guck dir mal die du bist der Prophet des Brickforces. Jawohl. Jawohl. Aua. Guck mal, sogar Johnny. Nee, Johnny spielt. Lol, ganz da hinten ist noch einer. Alter, wenn ich jetzt Warp hier hab, hole ich mir den. Auf 4 Sekunden. Das kriegt er sowieso nicht hin dazu. Scheiße, ich bin. Wenn komm. Ich mich nicht weg, danke. Das kriegt er eh nicht hin. Easy. Nice. Boah, Alter, nein, jetzt hast du schon wieder mehr Squads. Ich könnte kotzen. Lol, ich bin echt in der Menge gefangen. Ja, ich bin Boss, dein, weißt du doch. Du bist einfach fett, bist du. Na und? Spaß. Ich bin nicht fett, ich hab nur zu viel Kilo. Ja. Nee, wie geht der Spruch? Ich bin nicht fett, ich hab nur schwere Knochen. Komm. Oh Gott, guck dir Daniel an, guck dir Daniel an, guck dir Daniel an. Den kriegst du, den kriegst du. Den kriegst du, komm. Warte. Ich glaube, er kommt runter, er kommt runter, er kommt. Komm. Den kriegst du, Alter. Jawohl. Alter, ich sitze hier gerade mit einem perfekten Kreis im Mund vom PC. Aua. Ja, ich weiß. Lol, Alter, meine Warpies sind gerade so eben erschöpft. Und ich aim gerade über low. Ja, ich weiß. Das werde ich sowieso nicht schaffen. Ich aim gerade über low, meine Warpies sind komplett alle. Aber weil nicht ganz 6 habe ich noch. Ein Benny kann man schon mal. Alter, Daniel fick ich jetzt raus mit Headshot. Das ist einfach Ehrensache. Oder auch nicht. An Benny kann ich nicht rankommen, gib dir, das ist unmöglich. Aber er fühlt sich panisch. Nein! Dieser Yo-Killer, na? Der hat 1 HP. Wo ist denn Benny? Komm mal, hier oben, hier kommt Benny, da kommst du eh nicht hin. Da kommst du hin. Mit dem sein Makro-Aim mit der Orion. Warum sagt er, killt doch mal diesen L-Dings hier? Left. Komm, jetzt beweg dich, wenn er dich wegholen will. Natürlich, sag doch Makro-Aim. Ich hol den jetzt, pass auf, er ist unten. Guck mal. Ich musste mich nur einmal bewegen und der Typ war weg. Läuft bei dir halt. Jo-Killer finde ich aber auch nice, wenn man nur so ein kleines Mini-Outfit anlegt. Ach ja, Leute, da mich so viele gefragt haben, wie der Zombie-Bug geht. Leute, zwei Sachen muss ich erst nochmal sagen. Erstens, ich werde den Zombie-Bug nicht in einem Video verraten oder zeigen oder generell irgendetwas in diese Richtung machen. Ich hab gesehen... Lol, sorry. Hilfst du mir mal bitte ganz kurz, sonst bin ich hier hinten chancenlos, bitte. Die campen ganz oben. Bitte, hilf mir. Ja, kann ich weil, warte mal, nee, erstmal muss ich den da hinten holen. Okay, du bist der Einzige. Ja, das Problem ist halt... Guck mal, die campen alle! Guck aus, normalerweise würde ich jetzt den Zombie-Bug usen, wenn es nicht LP wäre. Aber Leute, es gibt ein riesiges Problem, was ich habe. Ich habe einen gesehen, der hat sich den Zombie-Bug leider von mir abgeguckt, weil ich nicht aufgepasst habe. Pass auf, das ist einfach mein riesiges Problem. Es gibt immer zwei Leute. Einmal die, die den so wie ich einsetzen, wenn es sein muss. Und halt die, die das einfach nur machen, um andere Spieler damit zu kritisieren oder beziehungsweise zu mobben und das Spiel zu versauen. Weißt du, wenn einer Hardcore kennt wie die da hinten, die unerreichbar sind, dann habe ich kein Problem, wenn er den Bug used. Aber wenn dieser Low, der sich den Bug von mir abgeschaut hat, der hat ihn einfach geused und einfach alle rausgehauen, um einfach das Spiel zu versauen. Und auf solche Lappen, auf solche Hurensöhne, habe ich einfach keinen Bock, sowas gebe ich mir einfach nicht. Und aus diesem Grund wird der Zombie-Bug auch nie im Let's Play gezeigt. Außer natürlich, ihr findet einen, der den Bug kennt und auch bereit ist, ihn mit euch im Let's Play zu teilen. Dann vielleicht. Schon erwähnt, dass Gamer das zum Beispiel macht. Ja, das hast du schon, glaube ich, erwähnt. Ich kann den zum Beispiel nicht leiden. Gamer, eines Baron und so weiter, muss sowas Flowiges machen.
Das regt mich dann zum Beispiel auf. Ey, ich habe jetzt aber einen kleinen Spielfreund gefunden, so einen kleinen Acht, so einen kleinen Meine Mutter kommt zu ihm ins Zimmer und meint, ich soll mal als heutiges Thema des Tages als Neujahrsthema das Thema Bettwäsche ansprechen. Geil! Wie wechsle ich meine Bettwäsche ist das Thema, wird mir gerade aus der Regie vorgeflüstert. Bettwäsche muss sein. Ja, Bettwäsche muss auch sein. Die Frage ist halt nur, was jetzt darüber diskutieren soll. Ja, es gibt pinkes, blaue. Okay, also Leute, wie oft wechselt ihr eure Bettwäsche? Die Quizfrage, die Preisfrage, Millionärsfrage. Und natürlich müsst ihr das selbst machen, das ist am allerwichtigsten. Am besten noch Screenshot schickt mit eurer Bettwäsche. Ja genau, am besten noch Screenshot hier posten mit eurer Bettwäsche. Nein, ich bin so schlecht! Weiß nicht, wie ich dir helfen soll. Oh doch, mal da unten könnte ich dir. Lol, nice. Ist einer ganz oben? Kann das sein? Kann das angehen? Nee, ganz unten ist der. Ich dachte, du bist bei dem ganz unten. Let's play, du low. Du fucking low. Einfach nur learn to play, mein lieber MC Bam, ey. Du Scheiße lern bist. Zwei, Scheiße bist zwei du. Play. Ja. Lern 2 Play. Ja. Learn 2. Learn 2 Play. Ich wollte eigentlich Hahn 2 Play schreiben. Das ist, wenn du auf Klo eine richtig fette Wurst absetzt. Ach ja, Leute, das Thema von der letzten vorletzten Folge, ja, bitte geht da nicht genau drauf ein. Ich wurde ja angesprochen, dass ich noch genauer auf den Kackvorgang bzw. auf die Kunstform meiner Wurst eingehen soll. Leute, es ist YouTube und nicht irgendwie RussianGayPorn.com oder sowas, ja? Also, bitte, lass das mal. Ich sollte vielleicht auf den Kanalbanner hinzufügen, Let's Play mit Niveau und nicht Niveaulosigkeit. Schon gut, na, wenn man gar nichts trifft, so wie ich gerade. EP aber von dem neuen Zombie-Clan hast du schon gehört, oder? Ja, pass auf, wenn ihr gut seid im Zombie, das heißt, ihr müsst im Durchschnitt pro Runde ungefähr 3000 Score machen, ja? Dann könnt ihr euch bei Easy für einen... Nee, wie war's? Easy? Ich weiß gerade gar nicht. Egal. Das könntest du bitte nochmal ansprechen, denn du hast ja hier die Clanleitung, ne? Kann sich ruhig mal bei Zombie Kings bewerben, man macht dann ein Testmatch. Ach ja, Leute, pass auf, das möchte ich noch erwähnen zum Testmatch, ja? Für Bedingungen, ja? KD und sowas, ihr könnt von mir aus ein absoluter Abfarm-Account sein, aber ihr müsst fair spielen, das heißt nicht sowas machen wie MC Lappen da oben. MC Lappen. Genau, ich will nicht, dass, also er will nicht, dass Leute campen. Ja, also nicht, wenn man irgendwo oben steht, wo die Zombies eh nicht hinkommen, das ist ja gar nichts mit Skills zu tun. Hallo? Du musst doch meistens voll die Hardcore-Sprünge machen, da oben hinzukommen. Das ist doch voll skillhaft. Nein, Leute, ist es nicht. Es ist scheiße. Genau. Ach ja, und da meine Mutter gerade wieder reinkommt, Leute, das Thema lautet immer noch Bettwäsche. Das Thema lautet Bettwäsche. Nein! Nein! Was? Ja, ich habe doch gerade das Thema Bettwäsche angesprochen. Also ihr kommt hier regelmäßig und Trollgang, ob ich auch wirklich das Thema Bettwäsche anspreche. Ihr könnt es bestätigen. Wie werde ich denn... Wo ist denn der Lappen? Ach, der ist schon was weg. Was ich gerade so nice finde, die schreiben Pay to Win und ich habe mit Smiley noch nicht einen einzigen Cent in das Game gepayt. Und... Ach nee, gib... Mann, oh, ich wusste es. Wir sind die beiden Letzten. Ja. Das finde ich aber auch mal herrlich, wenn Leute zu mir... Hä, was? GQ? Wer ist GQ? Ja, haben wir auch gerade gedacht. Aber warum schreiben Leute zu mir Payanook? Ich bin einer der Spieler, die wirklich gar keinen einzigen Cent in das Game drin haben. Non-Pay. Du bist der Non-Plus-Ultra-No-Payer. Ich bin ein No-Payer. Du bist was gesagt. Ja. Du hast dich nie gepayt, kannst du so gut sein. Das passt besser. Also sagen wir es so, was bei mir ist. Wie ihr wisst, ich bin ja ein absoluter Erst-Account. Hab noch nie ge... Ich hab noch nie gepayt, wäre jetzt eine richtig große Lüge. Also wenn ich das sagen würde im Let's Play, da müsste mir eine so lange Nase wachsen, dass ich meinen Bildschirm penetrieren würde. Fuck. Tatsächlich, das ist jetzt auch nochmal meine Frage an euch, wer das Let's Play bis hierhin gesehen hat. Ihr müsst es nicht schreiben, aber wenn ihr wollt, wie viel Geld habt ihr schon in Brickforce gepayt? Ich bin ganz ehrlich, mein Betrag dürfte inzwischen die vierstellige Grenze überschritten haben. Ich bin ganz ehrlich, meine Zahl ist immer noch null. Ja. Und da muss ich sagen, da gibt es nicht viele.
Genau, aber das glaubt mir auch keiner. Vor allem, achso, dass ich das gleich mal begründen. Alle sagen, ja, du hast das Drachen-Outfit, ja, du hast die Hornet, ja, du hast den Bronn-Booster, bla bla bla. Das gab's alles mal für Forstpunkte, Leute. Nein, nein, Bronn-Booster gab's nicht, Jakob, so. Bronn-Booster gab's. Boah, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, ey. Boah, Alter. Ja, Bronn-Booster gab's ja mal einen Gutschein, ich weiß nicht, ob du den auch hast. Keine Ahnung, ich bin da nicht mehr. Ich bin so einer, ich guck einmal im Jahr meine E-Mails nach und lösche einfach gleich alle. Mein Postfach, da muss ich auch nochmal erzählen, ja? Bei meinem Postfach gab es mal sowas, ich wollte am Gewinnspiel beinehmen, hier irgendwie verdiene Gratis-Tokens oder sowas. Und da habe ich mich als Olli Jana angemeldet, weil ich habe einen in der Klasse, der heißt halt Jan. Und das ist mein bester Kumpel. Und da bin ich halt irgendwie auf Olli Jana gekommen. Und da habe ich mich ja halt mit diesem Namen angemeldet, jetzt ist jede zweite E-Mail, gewinnst du ein neues Handy, Olli Jana! Neues Auto für Olli Jana! Jetzt teilnehmen, Olli Jana! Kaufen Sie dies, kaufen Sie das! Das Internet vergisst nie, Leute. Aber ich denke, du heißt Olaf. Hast du schon. Ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt. Als ich und Easy uns kennengelernt haben, na, sein anderer Kumpel, da warst. Weißt du gar. Ich weiß gar nicht, warst du damit dabei? Pass auf. Da hieß es jedenfalls so, da haben ich und er so darüber geredet und ich so. Wie heißt du in Real Life? Ich so, ja, ich beginne mit O. Olaf, willst du mich beleidigen? Zweiter Buchstabe bitte. Ein L. Also Olaf. Da war jemand richtig, richtig heller. Ja, mein Name beginnt mit O. Olaf. Nein, ich heiße nicht Olaf. Olaf, nein, ich heiße nicht Olaf. Ja, sag mal den zweiten Buchstaben. Olaf. L. Ja, Olaf. Olaf. Hier, wie bei SpongeBob. Das hier ist Olaf. Und das da ist Olaf. Olaf, Olaf, Olaf und Olaf. Lassen. Ja, Olaf, genau. Lassen Sie mich raten. Sie heißen. Ja, das ist richtig. Gut, ja. Scheiße. Sie heißen richtig, Günther. Ehrlich? Achso, wenn sich jetzt manche wundern, warum ich zum Beispiel nicht in Easy's Clan bin, ich bin Venoms. Ich bin Pro-Sniper, ich bleibe in Venoms. Hinter uns! Nein! Nein, Manu! Keine, doch, der Alarm. Fuck. Just don't ask. Just don't ask me what it was. Ah ja, wie ist das eigentlich bei dir? Hast du irgendwie Hausstauballergie oder sowas? Hausstaub? Oh Gott, Alter. Nein, oder generell, hast du Asthma? Hast du, oder was hast du alles? Ja. Asthma, Neurodermitis oder Hausstaub? Ich hab Asthma, ich hab Neurodermitis und ich hab, ich bin gegen alle möglichen Pollen, die es auf der ganzen Welt gibt, allergisch. War das Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen sind die drei Sachen. Hast du alles drei? Ich habe nur zwei. Ich bin, da muss ich wirklich sagen, da bin ich echt froh drüber, dass ich das nicht gehabt habe. Ich habe Neurodermitis habe ich auch nicht. Ich habe Asthma bis zum Abkotzen. Und das ist auch das total Schlimme. Ich bin gegen fast nichts auf der ganzen Welt allergisch. Also beim letzten, wir waren schon ungefähr 8-mal beim Allergietest. Und das hab jedes Mal nur auf zwei Sachen angeschlagen. Das ist einmal auf Schimmel, da habe ich irgendwie Stufe 2 oder 3 von 5. Und dann halt Hausstauballergie, beziehungsweise auf einen bestimmten Stoff, den die Milben in ihrer Scheiße aussondern. Und das, da bin ich so hochgradig allergisch. Ich bin bei meinem Kumpel neulich gewesen, ich konnte eine halbe Stunde bei ihm im Zimmer sein. Danach war ich kurz vorm Asthmaanfall. Ja, na gut, Leute. Halt mal kurz die Fresse. Also Leute, das war das erste Let's Play im neuen Jahr. Wir hoffen, es hat euch gefallen, beziehungsweise ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es gefallen hat, lasst doch einen Daumen. Hier, lasst das hier da. Gefällt mir. Wäre ganz nett. Einfache Bewertung. Geiles Video könntet ihr schreiben. Ich schreibe mal geile Map. Und bis dahin, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Ja.